Mein Name ist Patricia Frey, ich bin 34 Jahre alt und ich habe zusammen mit Lynn das Startup Wanadoo gegründet. Unser erstes Produkt ist das Midwife Refugee Kit. Wir haben ein Konzept geschrieben für ein E-Learning, das eigentlich zur Weiterbildung für Hebammen dient und dann im Weiteren auch für Gesundheitspersonal, die im weitesten im Bereich Geburtshilfe arbeiten, als Weiterbildung für die Arbeit mit Familien im Asylverfahren. Unsere Online-Weiterbildung ist sehr interaktiv gestaltet, also das bedeutet, es gibt Quiz, es gibt Videos, es gibt Podcasts, also es ist sehr breit. Mein Name ist Lynn Huber, ich bin 29 Jahre alt und ich bin zusammen mit Patricia Mitbegründerin von Wanadoo. Wir haben das Midwife Refugee Kit in zwei Teile aufgesplittet. Der erste Teil wird jetzt im September lanciert. Da ist die Idee, dass hauptsächlich Hebammen diesen Kurs machen, weil wir den über den Schweizerischen Hebammenverband lancieren. Alle Hebammen sind auch dazu verpflichtet, Weiterbildungen zu absolvieren in einem Dreijahreszyklus. Und da wir mit dem Schweizer Hebammenverband zusammenarbeiten, bekommen sie dafür Punkte. Und alle Weiterbildungen, die Hebammen machen, müssen sie selbst finanzieren. So ist es auch bei unserem Kurs. Wir sind aber gemeinnützig, das heißt, wir stecken eigentlich alles Geld in die Weiterentwicklung von neuen Kursen. Die Idee von Wanadoo ist entstanden, als wir in dem Asylzentrum Geburtsvorbereitungskurse gemacht haben, in dieser Gruppe mit Gynäkologinnen und Hebammen, und da gesehen haben, dass es eigentlich viel Weiterbildungspotenzial hat. Wir sind eigentlich so wie reingerutscht in diesen Startup-Bereich. Ursprünglich haben wir einfach die Bachelorarbeit geschrieben und da war eigentlich die Idee, dass man das jetzt wirklich umsetzen soll, bei uns gar noch nicht so krass vorhanden. Es ist schon überraschend, manchmal denkt man, ach, das kann ja nicht so schwierig sein, diese bürokratischen Dinge so, dass sie halt viel Zeit in Anspruch nehmen und manchmal mehrere Personen auch involvieren, wo ich nie gedacht hätte, ah, die Person muss das auch noch anschauen, der auch noch und so weiter und so fort, oder? Ich denke, das Interessante ist, dass mehr alle anderen Leute uns immer sagen, wo wir, in welche Richtung wir sollen. Und für uns, wir sind nicht ziellos, aber wir sind jetzt auch nicht so enttäuscht, wenn das jetzt nicht eine Riesenfirma wird, sondern wir gehen einfach, blöd gesagt, mit dem Flow. Wir standen in einer Reihe und sie trug eine Schlabberhose und hatte ihre Milchpumpe dabei. Genau, und ich mag mich noch erinnern, dass ich gedacht habe, ah, ja, wir werden Freunde. Genau, die Frisur ist mir aufgefallen und ich habe mir gedacht, ja, passt schon. Lynn ist besser so in Recherchesachen. Das ist so ihre Aufgabe meistens. Und sie ist auch echt gut so im Speditiv arbeiten. Wenn sie dann mal reinkommt, dann kotzt sie alles hin und ich korrigiere es dann. Ich bin nicht so gut in der Feinarbeit. Das heißt, Rechtschreibung und Orthographie und was auch immer, muss Patricia dann einmal noch mal drüber. Sie ist gut in den technischen Sachen mit den Programmen und so weiter. Das kann sie natürlich besser. Und so in der großen Administration, denke ich, ist ja auch besser mit so den ganzen bürokratischen Zeug und den Überblick über Termine und solche Sachen. Da bin ich immer froh, wenn du mich ab und zu mal erinnerst.